Hallo zusammen und willkommen zurück zu Wargroove. So, jetzt hat man gerade irgendwie ein bisschen ein paar Schwierigkeiten mit der Übertragung, aber ich hoffe, dass es jetzt eigentlich wieder klappt. Dann machen wir doch mal weiter in unserem vierten Akt hier, Mission 3. Ryota wurde besiegt, aber jetzt kommt Koji. Emmerich nimmt es mit den frechen Prinzen auf. Ah ja, genau, das hat man, denke ich, letztes schon noch gelesen. Hm? Ihr seid also Koji, der Sohn der Kaiserin. Und ich vermute, diese Kampfpuppe ist Tenko. Ja. Yep. I'm Koji. Ich meine, ja, ich bin Prinz Koji und das ist Tenko. Und wir werden nicht zulassen, dass ihr meiner Mutter zu nahe kommt, klar? Ha, tapfer und kühn, genau wie eure Mutter. Aber besitzt ihr auch ihr Kampfgeschick? Ja. Das werdet ihr nun herausfinden, wenn ihr gegen mich kämpft. Eure Hoheit, ihr müsst nicht gegen ihn kämpfen. Oh doch, das muss ich wohl. Ich muss Himmelsang verteidigen. Interesting. Hm, welche glückliche Fügung. Sie sind immer noch hier. Was meint ihr, Emmerich? Diese alten Golems, euer Vater und ich haben früher mit ihnen trainiert, wenn wir in Himmelsang zu Besuch waren. Es sind unglaublich mächtige Konstrukte, die von Kirschensteinen angetrieben werden. Obgleich sie ganz offensichtlich ihre magische Ladung verloren haben. Wenn ich nahe genug an sie herankomme, kann ich sie neu beleben und unter meine Kontrolle bringen. Okay, dann hätten wir zum ersten Mal sozusagen Golems. Würde mich ja nicht wundern, wenn der Gegner die einfach so bauen darf. Und was sagt denn hier die Sache? 500 zu 200, das ist ja gar nicht mal so schlimm. Ja, jetzt haben wir natürlich hier noch wieder einen echten Kommandanten als Gegner. Da müssen wir mal schauen. Was kann denn der? Spatzenbomben. Koji entsendet zwei Flugbomben, deren Sprengung Gegner in der Nähe 50% seines höchstmöglichen Schadens zufügt. Also 50% des Schadens von seinem Kommandanten. Also nicht, dass er 50% denke ich abzieht, sondern halt halbiert seinen Angriff auf zwei Wälder. Ja, okay. Genau, hier können wir den sozusagen wieder zurückholen. Was sicherlich auch einen gewissen Sinn macht. Wir können wieder Flugeinheiten bauen. Er auch, er hat natürlich sofort gleich schon mal drei Kasernen. Und wir müssen mit einer auskommen. Na gut. Hoffen wir mal, dass er nicht noch andere Unterstützung bekommt. Aber wenn wir diese zwei Golems hier bekommen, das wäre natürlich auch nicht ganz schlecht. Na gut. Also theoretisch könnte man sich jetzt natürlich hier so einen Wagen bauen und dann gleich mal so schnell wie möglich dort hochgehen. Wie viel Weg hat er denn? 12. Naja, das bringt ihn schon relativ weit. Also mit zweimal wäre er dort. Ah, das probieren wir jetzt einfach mal. Wir hatten ja schon mal irgendwie eine Mission, wo wir gleich im ersten Zug so einen Wagen gebaut haben. Das hat uns ja auch, sag ich mal, geholfen. Genau, mit dem dürfen wir noch nichts machen. Na gut, schauen wir mal, was der Gegner soweit macht. Okay, baut auf jeden Fall schon mal so einen Bogenschützen. Und wird dann bestimmt auch solche Schleudern oder sowas bauen. Na gut. Dann warten wir doch mal hier. Also eine Sache, die ich noch mal schauen wollte. Wie sind eigentlich jetzt die Optionen? Wir wollen mal wieder nur auf meinen Zug. Das haben wir letztens noch mal in diesem Puzzle-Modus waren. Noch mal umgestellt. Ja, und da müssen wir natürlich trotzdem ein paar Gebäude besetzen, damit wir irgendwie dann ewig werden die zwei Golems ja auch nicht durchhalten.
1, 2, 3, ja. Also er kommt dann auf jeden Fall gleich hier ran. Das ist auf jeden Fall, denke ich, schon mal relativ gut, wenn wir die zeitig bekommen. Und wie schon gesagt, ich will jetzt erstmal ein, zwei Einheiten, die irgendwas besetzen können, hier unten haben. Da wird uns ja bald hier eine ziemliche Truppe entgegengerannt kommen. Da müssen wir mal schauen, wie wir damit vorgehen. Natürlich, je mehr er hier auch schon mal wieder besetzt, macht es natürlich auch nicht unbedingt wesentlich einfacher. Machen wir mal von hier oben, ist auch, denke ich, erstmal nicht ganz so wichtig, von wo aus wir das machen. Ist das jetzt hier oben oder da? Okay, vielleicht geht es auch auf beiden Feldern, war mir jetzt nicht 100%ig klar. Die Golems erwachen. Und sie sind so stark wie eh und je. Lasst sie uns klug einsetzen. Er könnte sich mit den Wagen zurückfahren lassen, zum Beispiel an die Front. 2, 3, 4. Er könnte aber auch erstmal das hier oben einnehmen. Aber danach hat er nichts Sinnvolles mehr zu tun eigentlich. Dann lassen wir den Wagen doch mal da stehen. Und nehmen schon mal eine Einheit für den Kampf mit. Ja, der Wagen kann ja trotzdem schon mal eins vorfahren oder so. Und dann hoffen wir mal, dass wir mit den Zweien zusammen hier ein bisschen was reißen können. Natürlich, wenn er jetzt mehrere Fernkampfeinheiten und so hat, die können natürlich den schon so ein bisschen langsam runterprügeln. Wie zum Beispiel auch sowas. Und er schien, soweit ich jetzt gesehen habe, jetzt auch ein bisschen Geld zu sparen zu wollen. Na gut, ne, 300 hat er noch übrig, irgendwas hat er doch gebaut. Na gut. Ja, wie schon gesagt, zählt ja alles nichts. Auf jeden Fall mal hier weiter besetzen, das ist erstmal wichtig. Damit wir dann auch ein bisschen Geld haben an der ganzen Sache hier. So. Da müssen wir mal schauen, wie jetzt die Statistik schon aussieht. 500 Ertrag. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Und ich würde mal sagen, wir bleiben mal bei Pikenier soweit. Brauchen dann wir natürlich wieder ein paar Ritter. Die sind natürlich immer relativ gut. In der großen Weichweite und alles. Da kommt auch schon einer von ihnen. Also das ist auf jeden Fall schon eine große Armee, die uns da entgegenkommt. Bin ja fast schon versucht, den vielleicht hier hochzusetzen. Man könnte auch versuchen, noch ein bisschen was einzunehmen, aber das ist jetzt ein bisschen riskant. Andererseits würde es sich natürlich schon anbieten. Na, wir setzen den erstmal hier ab. Der Wagen wird wahrscheinlich dran glauben müssen. Ist ein bisschen schade, wie schon gesagt, da oben zum Besetzen, das würde vielleicht noch Sinn machen. Ja,
Er hat auch schon wieder Einheiten, die recht gut gegen Luftkämpfer sind. Von daher bauen wir doch mal, wie wir es gesagt haben, erstmal einen Ritter hier. Und der Golem kann sogar ins Gebirge, na gut. Dann machen wir das doch auch mal. Und schauen uns mal an, was jetzt hier noch passiert. Na, ein bisschen was hält der Wagen doch aus. Na, mal schauen. Können auf jeden Fall schon noch mal was einnehmen, das ist schon mal immer sehr gut. So. Der Wagen kommt schön weit. Das könnten wir natürlich mal nehmen, um hier noch mal ein bisschen Geld zu machen. Schaden macht die denn gegen diesen Riesen? Fünfzehn. Der Hund macht nur 10. Der macht auch 15. Und der Alchemist macht 25, okay. Halt. Okay, also er ist sozusagen vielleicht derjenige, der uns hier am meisten potenziell stören könnte. Das heißt, er macht wiederum gegen den Alchemisten aber trotzdem vollen Schaden, okay. Also das wäre sozusagen, wer zuerst angreift, hat einen gewissen Vorteil. Na gut, greifen wir erstmal den Hund an. Ich hoffe mal, der Kommandant im Gebirge hier dürfte auch einiges aushalten. Da sollten wir jetzt kein zu großes Problem bekommen. Die Jungs hier rücken mal nach. Mobil 5, 1, 2, 3, 4. Ja, wir schauen uns das mal an, was da passiert. Aber wie schon gesagt, wir müssen ja die Golems auch irgendwie einsetzen, um dann sinnvoll was zu tun. Das nützt ja nichts, wenn wir die jetzt sozusagen nur zur Schau aufheben. Boah, diese Dinger sehen ja ein bisschen aus wie Tenko. Ich meine, eure Magie kann der Ingenieurkunst von Himmelsang nicht das Wasser reichen. So weit kommt er, denke ich, auch nicht, genau. Also wenn er natürlich sich zwischen die Golems steckt und unser Kommandant noch mit dazu kommt, dann wäre es natürlich schon fast interessant herauszufinden, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, den doch ja sehr, sehr schnell zu besiegen. Na gut, wir bleiben auf jeden Fall mal bei unseren Pikenmännern. Jetzt nehmen sie ja vielleicht möglicherweise auch erstmal irgendwelche Gebäude oder sowas hier wieder ein. Na, der hat sich schon mal selbst besiegt. Er hat auf jeden Fall schon mal Angst und er verzieht sich auch ein bisschen. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Wir können auch...
Unseren Schutzdiamanten einsetzen. Ja, wer neben den Kommandanten stehen würde, könnte er natürlich kritisch treffen. Das kann er halt da nicht. Haben vielleicht gar keinen Crit hier gebraucht. Machen wir trotzdem mal. Gehen wir einfach auf Nummer sicher. So, ihr bewegt euch grundlegend erstmal davor. Hier sind erstmal nur diese Hündchen. Der Alchemist ist ein wenig interessant. Das ist so ein Flieger. Wir greifen hier jetzt erstmal ein. Ja, schauen wir, ob wir relativ schnell, wie schon gesagt, hier etwas erreichen können. Hier machen wir auch noch mal ein bisschen Geld. Genau. Er haut den hier mal fast weg. So, von hier aus nehmen wir ein klein wenig geringeren Schaden als von der anderen Stelle aus. Okay. Wir könnten jetzt ihn angreifen. Wir könnten auch ihn noch gar aus dem Spiel nehmen und den Golem erstmal sozusagen nicht zu sehr preisgeben an der Stelle. Das machen wir vielleicht mal. Also ist jetzt natürlich übertrieben hier den 1 HP-Mann anzugreifen, darum geht es auch gar nicht. Aber wenn wir jetzt nochmal unser Schutzartefakt setzen könnten, dann wäre das doch vielleicht gar nicht mal so schlecht. Genau, Langbogenjäger braucht wahrscheinlich eh zu lang, bis er jetzt vorne ist. Wobei, wir sind auch schon in Zug 8, also ganz so flott sind wir dann auch wieder nicht. Also, ist schon okay. Achso, und gegen den Flieger müssen wir uns natürlich noch was einfallen lassen. Es sei denn, wir können ihn einfach umgehen. Da fällt mir ja gerade mal so auf, wir haben das hier ja noch gar nicht eingenommen. Das sollten wir vielleicht mal machen. Und möglicherweise kann sich ja der Golem, das müssen wir jetzt mal probieren, auch an der Stadt heilen. Das weiß ich jetzt nicht. Also normalerweise ist es eine normale Einheit. Okay, genau. Bloß weil wir sie halt auch selber in der Mission nicht bauen können, ist halt so ein bisschen die Frage, was da passiert. Wenn wir unsere Dörfer so, wie sie jetzt sind, halten, sind wir ja relativ gut aufgebaut. Dann machen wir das Ganze doch mal so rum. Wir rücken hier mal ein bisschen auf, bauen hier mal so eine kleine Truppe auf sozusagen.
Und holen uns auch nochmal so einen Alchemisten dazu, falls es da doch nochmal zu so einem Zusammenstoß dann sozusagen kommt mit diesen Lufteinheiten. Ja, Kommandanten lassen wir natürlich in dem Sinne relativ gerne jetzt angreifen an der Stelle. Er hat sich erstmal zurückgezogen. Das ist grundlegend erstmal nachvollziehbar. Die können ja auch heilen, das sollte man auch nicht unbedingt außer Acht lassen. Wir könnten jetzt gegen die hier auch einfach mal so einen unseren Wagen hochstellen. So, dann haben wir schon mal wie so eine kleine Barriere hier, sage ich mal, aufgebaut. Maximal, also ein unter ihm wäre sozusagen noch sicher hier, in Anführungszeichen. Dann nehmen wir doch auch mal so eine Balliste hier zur Hilfe. Weiß jetzt nicht, ob wir jetzt wirklich die Flieger die Riesengefahr sind. Also normalerweise ist der Tribok natürlich dann schon stark, aber es hat halt auch noch ein bisschen höhere Reichweite. Interessant, er zieht es nach da oben. Er muss erstmal ran hier. Und hier haben wir erstmal die erste Möglichkeit, die ersten Flieger ein bisschen zu schädigen. Na gut, so ein bisschen was halten die hier noch ab. Er könnte sich jetzt heilen. Dafür wird natürlich auch gleichzeitig auch die Stadt schwächer. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage, wollen wir hier richtig mal aufräumen, zu versuchen hier oben? Oder stürmen wir einfach vor? Ja, wir schauen uns das mal an. Wir setzen mal hier unser Schild hin. Greifen hier mal ein.
Ja, ich würde schon mal sagen, da gehen wir jetzt schon mal vor hier. Das lohnt sich, denke ich, nochmal, wenn wir den nochmal ein bisschen aufpäppeln hier. Das Ding fährt mal los hier, damit es irgendwann mal irgendwo ankommt. Okay, und dann bauen wir vielleicht dann doch nochmal so einen Schützen hier, ob der irgendwann mal noch was macht, ist noch eine Frage, aber okay, da haben wir doch erstmal schon ein bisschen was. Das sollte immer noch gut aussehen für unseren Kommandanten. Er zieht sich weiter zurück. Er hat jetzt hier nochmal so ein Katapult. Also aufpassen, hier könnten wir, wo er steht, angegriffen werden. Das heißt, er hat natürlich theoretisch dann die ganze Stadt hier blockiert. Das macht Sinn. Achso, und somit natürlich auch die Ballista. Ja. Ich meine, ist immer so eine Frage, wenn man eine relativ schwache Einheit hat, kann man die ja schnell nochmal opfern. Den seine Arbeit machen wir ja auf jeden Fall erstmal wieder kaputt. Das ist klar. Dazu haben wir ja die Jungs hier oben da gehabt. Nicht irgendwie was zu heilen, zu versuchen. Der ist erstmal weg hier. Das ist gut, der nervt uns ja auch immer. Wir wären jetzt in dem Bereich von der Ballista. Na gut. Reiten wir doch mal hier rein. Ja, ich denke, wir müssen jetzt trotzdem ein bisschen angreifen hier, auch wenn wir irgendwie mal so einen Gegentreffer oder irgendwie dann nehmen. Das muss dann doch schon mal sein. Ich denke, wir haben alles in allem dann doch noch recht starke Einheiten hier. Vielleicht mehr Sinn, mit ihnen anzugreifen und dann mit denen der mehr Lebensenergie zu besetzen. Vielleicht schießt dann ja der Triebock auch einfach auf das Dorf, statt auf unsere Einheiten. Na, müssen wir mal sehen. Müssen wir ja leider aus unserer Barriere sozusagen raus, aber... Und er überlebt, das ist natürlich auch nicht so schön. Ja, können wir uns jetzt überlegen, er macht vielleicht sogar mehr Sinn, hier hinzugehen. Und hier oben noch ein bisschen Radau mit dem zu machen. Auch wenn jetzt hier natürlich die ganzen Sperrkämpfer und ähnliches kommen, aber das macht dann, denke ich, trotzdem mal ein bisschen mehr Sinn noch. So.
Ja, und jetzt bleiben wir doch mal bei den guten alten Rittern hier. Was machst du? Könntest ihn noch besiegen, aber du willst dich eigentlich nicht unbedingt noch weiter angreifen lassen. Und du könntest hier unten dann von dem Dorf mal so eine kleine Heilung vielleicht abpassen. Das wäre dann vielleicht das Sinnvollste an der Stelle. Greift also den. Das macht theoretisch auch am meisten Sinn. Hat er hier natürlich diesen schönen Choke Point? Hat er noch mal einen Flieger gebaut? Nein. Das ist natürlich auch ein bisschen schade. Also den da unten können wir nicht heilen, aber wir können hier mal reingehen. Und zum Beispiel mal die hier ein bisschen aufpeppen. Das ist doch gar nicht so schlecht. Er greift einmal dieses an. Ist natürlich schade, dass es mit seinen 1-2% hier noch am Leben geblieben ist, wenn man so nennen will. Ist das überhaupt wert, mit ihm noch dort anzugreifen, oder sollen wir jetzt wirklich versuchen, hier voll drauf zu hauen? Ist halt die Frage, wie gut er sich da nochmal verstecken kann, aber es sieht ja fast so aus, ob es durchaus einen gewissen Sinn macht, einfach mal hier heranzugehen. Mit einem Crit macht das doch schon ordentlich Schaden. Nein, du kampierst bitte nicht. Das wirst du mal bitte machen, weil das ist dann doch die etwas wichtigere Einheit. Stellen wir die einfach mal dahin, das ist jetzt auch gar nicht alles so wichtig im Detail. Irgendwie greifen wir hier vorne mal an. Und dann sollte er sich hoffentlich ausgehen.
Der Golem, er hat gut gekämpft. Ja. Er hat nicht meinen Flieger angegriffen, das ist schon mal was wert. Wir müssen natürlich jetzt auf jeden Fall an diesem Bogenschützen vorbei. Ach, jetzt sag nicht, über die Mauer kann ich nicht drüber. Nee. Wir haben einen mächtigen Flieger, er kann nicht über eine Mauer fliegen. Über den, also nicht gesamten Ozean oder sowas wahrscheinlich schon, aber über eine Mauer, na, das ist zu gefährlich. So. Jetzt haben wir trotzdem auch nochmal eine gute Heilung hier. Ja, also gegen den kann er natürlich 10 Jahre gehen, da drüben gegen das Dorf kämpfen, da haben, machen wir uns ja natürlich nichts vor. Und dann hier nochmal schön angreifen. Ja, das ist jetzt alles nicht mehr so wichtig, aber... Besetzen wir nochmal dieses Dörfchen hier mit 2% oder so. Wunder, das ist also garantiert. Wenn es garantiert ist, ist es gut. Also unser Golem hat sich jetzt natürlich schon mal bewegt. Na gut, dann greifen wir halt mit ihnen an, weil der erstmal keinen Gegenschaden kriegt. Er muss selbstverständlich aus dieser Reichweite hier raus, das ist zu gefährlich, den können wir da nicht opfern. Achso, ja, übers Gebirge darf der Ritter nicht, könnte man jetzt versuchen, jetzt noch von zwei Seiten zu kommen, aber irgendwie werden wir hier uns jetzt schon hier durchkämpfen. Wenn er zurückweichen muss, dann macht er hier auch den Weg frei und dann hoffen wir mal, dass wir dort irgendwie was erreichen können, wenn wir da durchstürmen. Na gut, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Na gut, ist jetzt die Frage, wenn er ihn natürlich kampieren lässt. Na gut, das Risiko müssen wir jetzt einfach einnehmen. Also nützt uns da nichts. Wir müssen ihn auf jeden Fall in jeder Runde angreifen, sonst heilt er sich ja langsam wieder hoch. Das können wir auf jeden Fall nicht erlauben. Ja, dann heil du dich halt nochmal. Das ist jetzt auch egal. Wir räumen hier hinten nochmal den kleinen Hintereinheiten hier auf. Ähm
erstmal nicht ganz so wichtig, aber damit wir einfach hier hinten Ruhe haben. So, und jetzt schauen wir, was er jetzt hier uns sozusagen noch entgegenschwirrt. Let's hope this works. Moment, er hat mir nicht erklärt, damit die Dinger dann irgendwo hinfliegen. Ja. Ja, das ist natürlich ein bisschen albern. Also war natürlich unnötig, weil wir hätten uns natürlich niemals normalerweise so positioniert. Das macht dann natürlich nicht so viel Sinn. Ja, okay, alles andere wissen wir ja schon, wie das jetzt funktioniert. Ja, also nochmal zum Nachschlagen. Was genau macht das jetzt eigentlich? Können Truppen von eurer vorherigen Schaden zufügen. Du musst allerdings darauf achten, dass sie nicht vom Fernkampf einen zerstört werden, bevor sie ihr Ziel erreichen. Also da kann die dann auch noch steuern oder wie? Oder was ist das Ziel? Und so eine Massenexplosion dann. Und pro Ziel macht es 50% von seinen Schaden. Also das ist natürlich dann relativ stark. Also das wusste ich jetzt natürlich nicht. Na gut, ja. Alles wie bisher sozusagen. Okay, gut. Na gut, aber würde ich sagen, dann lege ich an der Stelle einfach mal eine kleine Pause ein. Und ja, dann machen wir die Mission einfach nochmal und diesmal passen wir auf, dass wir nicht von seiner übermächtigen Gabe hier überrannt werden. Okay. Thank you.
Okay, da sind wir wieder zurück. Also, dann machen wir doch mal weiter hier. Wir bleiben erstmal bei unserem bisherigen taktischen Plan hier. Das mit dem Wagen, denke ich, am Anfang ganz gut gewesen. Dann wiederholen wir das Ganze doch einfach nochmal. So. Und der Alchemist hat sich ja doch recht gut bewährt mit seinen Heilen und vielleicht dann auch, wenn er doch irgendwann mal diesen ersten Flieger baut. Wäre jetzt so ein bisschen die Idee, den vielleicht wirklich so ein bisschen zeitiger schon mal ranzuholen. Vielleicht sogar vor so einem ersten Ritter mal. So, also die ersten Züge sind natürlich erstmal identisch hier, gibt es erstmal keine Frage. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er selber auch ganz genau wieder dasselbe macht. Naja, ist jetzt auch erstmal egal. Wir haben ja gesehen, dass es grundlegend funktioniert. Und am Ende, wenn wir ihn dann vielleicht nachjagen, also wir haben ja gesehen, wir hatten dann Ritter, die reinrennen konnten, die mindestens noch ein Golem ist dann noch übrig. Also das muss ja auch nicht unbedingt der Kommandant selber machen. Halt gleich mal dahin schon mal so. So, wir brauchen euch auf jeden Fall schon mal. Das wäre jetzt schon sehr zeitig für einen Alchemist. Ja, vielleicht erst nochmal so einen Pikenfreund hier. Und scheinbar können die Gegner selbst ja keine Riesen bauen, was schon mal viel wert ist. So, dann besetzen wir doch auch nochmal wieder ein paar Sachen hier, damit wieder der Geldfluss stimmt. Und wir hatten ja gesehen, hier kann man in der Mission sich schon relativ simpel, sagen wir mal, einen Geldgleichstand herstellen. Das ist nicht so wie bei den anderen Missionen, wo wir jetzt mit so einem riesigen Nachteil anfangen mussten. Das geht schon in Ordnung. Achso, wir hätten jetzt... okay, wir hätten jetzt zum Beispiel vielleicht schon mal den Wagen hier hinsetzen können, damit er sich gleich hier hochfahren lässt. Da haben wir auf jeden Fall schon mal mindestens einen Zug verschwendet. Na gut, nicht unbedingt, wenn er jetzt eingestiegen wäre hier. Er könnte jetzt auch einsteigen und sich dann dorthin transportieren lassen in der nächsten Runde. Ja. Also ist jetzt halt die Frage, will er sich hier vortransportieren lassen? Kommen gerade nicht ran. Nö, er will das sowieso jetzt erstmal einnehmen. Dann bleiben wir lieber hier und fahren erstmal den Kommandanten nach vorn. Okay. So. Genau. So.
Das hast man schon die Frage. Also ich weiß jetzt, wie schon gesagt, nicht mehr ganz genau, wie es vorher war. Manchmal hat man ja dann beim zweiten Anlauf macht man es dann sogar schlechter wie beim ersten Mal. Man denkt, oh, ist ja alles klar, war ja ganz simpel, bloß zum Schluss an der einen Stelle ein bisschen verloren. Na gut. Das muss man halt mal sehen. Erstmal so ein wenig, zumindest teilweise, wenn man so will, in Sicherheit. Hm. Dann Ritter wieder. Und das war es erstmal für diesen Zug. Weil er das jetzt eh nicht gleich einnehmen kann, macht das erstmal nicht so viel. Wir können allerdings hier weiter besetzen. Genau, sieht doch schon mal gut aus. Er kommt praktisch maximal bis dorthin sowieso. Dann ist das sicherlich auch eine sinnvolle Sache. Da ist jetzt schon wieder so ein bisschen die Frage hier. Wir müssen auch mal schauen, wann vielleicht der erste... Ah, kommt er gerade. Gerade wollte ich sagen, genau. Wie viel macht denn das Schaden? Relativ viel. Er macht gegen mich halt wenig Schaden. Natürlich theoretisch auch schön, wenn er besetzen könnte, aber das können wir uns einfach nicht leisten. Und hier oben sind sie ja noch nicht dran. Ja, es zählt nichts, die Golems müssen auch rein. Wow. Dazu sind sie ja da. Dann hauen wir hier noch mal den nächsten weg. Wird zwar alles hier so ein bisschen Schaden und so machen, aber nehmen wir jetzt erstmal so in Kauf. Ja, unser Transportwagen. Ja, der zieht sich vielleicht einfach mal ein bisschen zurück. Und kann dann vielleicht mal den hier transportieren oder irgend sowas. Müssen wir mal sehen,
wird. Wir hätten jetzt auch unseren Schutzzauber. Das war jetzt bestimmt ein voller Angriff von ihm. Er zieht sich auch schon mal ein wenig zurück. Das ist ja grundlegend auch gut. Dann nehmen wir die mal aus dem Weg hier. Wir setzen sozusagen das Dorf wieder zurück. Jedes Mal, wenn die das angreifen, machen sie ja nicht direkt Schaden an uns, wenn man so will. Von daher lohnt sich das erst einmal. Er kommt wohin? Hierhin, ja. This should protect us. So. Dann bauen wir doch mal unsere Schutzbarriere auf. Und der Alchemist wird uns noch mal ein klein wenig zusätzlich heilen. Für zwei sehr starke Einheiten sind, denke ich, 300 durchaus ein guter Preis. Auch wenn die Heilung ist jetzt natürlich nicht so extrem, aber doch schon auf die verteilten Einheiten gar nicht mal so schlecht. Wir haben ein bisschen mehr Geld. Ich denke, die HP ist trotzdem nicht ganz schlecht. Schon allein, weil die meisten Einheiten halt nicht zurückschlagen können. Also im Großen und Ganzen würde ich mal sagen, wenn wir hier diesen Mittelteil, wo wir jetzt stationiert sind, ein Stück lang halten, müssten wir eigentlich mit einer etwas besseren Einheiteneffizienz und der Tatsache, dass wir ja noch die zwei Golems haben, eigentlich sozusagen früher oder später hier uns einen Vorteil erarbeiten. Der Speermann steigt mal hier ein. Halt hier hin. Harpier fliegt vor. Und eine zweite hinterher. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Da hat er sich natürlich gerade sehr praktisch aus seiner Sicht stationiert. Ah, wir haben nicht genügend Geld zum Heilen, das ist natürlich schade. Da hatte ich jetzt nicht ganz genau drauf geachtet. Okay, gut. Das wäre jetzt nochmal schön gewesen, hier nochmal eine gute Heilung zu geben. Aber na gut.
Na da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also das wäre auch nochmal ein garantierter Angriff hier. Ja, dann machen wir das doch mal so rum. Das würde mir nämlich auch gefallen. Und wie du gesagt, dann passen wir einfach mal nur darauf auf, dass mit der Kommandant vielleicht nicht allein ganz vorne ist. Also hängt natürlich auch davon ab, ob er dann schon einsatzbereit ist, erst bei 45%. Ist jetzt so ein bisschen die Frage. Er stört uns halt ein bisschen, weil er relativ guten Schaden an diesen Golems macht, aber ist jetzt vielleicht auch nicht zu extrem. Es ist vielleicht besser, wenn wir es mal so rumprobieren. Falls wir nämlich jetzt hier rankommen sollten, also er wird sich höchstwahrscheinlich zurückziehen, aber falls das möglich wäre, könnten wir ihn natürlich den Rückzugsweg sozusagen abschneiden. Und das könnte natürlich dann schon einen kleinen Vorteil geben. Sieht erstmal noch gut aus. Du stellst dich mal momentan dahin. Und wir holen mal den hier vom Himmel. So, die Jungs ziehen alle mal nach. Ebenso unsere kleine Flugarmee sozusagen. Deshalb bloß aufschauen, wenn wieder sein Katapult hier kommt. Das könnte uns ein wenig Probleme bereiten. Dann kommt aber erstmal keins. Oh, er hat sich schon mal schön in die Ecke gestellt. Den können wir schon mal von einer etwas besseren Position aus angreifen. Ist jetzt nicht wesentlich unterschiedlich, aber bringt uns auf jeden Fall schon mal was. So. Hier könnten wir zuschlagen. Wer macht was? Also ist auf jeden Fall schon mal sehr in dem Sinne effektiv, wenn er ihn angreift. Er geht mal auf ihn los.
Ja, theoretisch hätte ich es natürlich schon gern. Na gut, unbedingt müssen wir das jetzt nicht, wenn wir es rausschlagen, hätte ich gesagt, wäre es auch schön, wenn wir es sozusagen dann auch besetzen könnte. Realistischerweise ist aber möglicherweise gar nicht so wichtig. Also klar, er könnte jetzt hier den Rest machen, dann können wir es mit dem anderen besetzen. Oder wir machen es so herum. Wir lassen den mit den 2 HP jetzt am Leben. Und heilen hier mal 3 starke Einheiten nochmal hoch. So. Ja, und dann schicken wir einfach noch ein paar Ritter hinterher. Ich würde mal sagen, er ist in einer relativ schlechten Position. Das Beste, was er wahrscheinlich machen kann, ist, sich hier in den Wald jetzt zu positionieren. Na gut, und das andere Gute wäre natürlich, hier drüben nochmal so ein Katapult oder sowas zu bauen, was uns dann sozusagen dort angreift. Aber das macht er nicht. Da kommt erstmal ein Flieger herein. Also das wird auf jeden Fall nichts mit seinem Kollegen hier oben. Das haben wir erstmal verteidigt. Hier können wir erstmal schön hinterher fliegen. Ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Wir hätten jetzt theoretisch sogar schon... unseren Schutzzauber sozusagen gleich mal legen können, bevor wir angreifen, um weniger Gegenschaden zu nehmen. This should protect us. So. Genau, dann haben wir natürlich hier schönen Schutz. Und er wird mal wieder ein bisschen gegenheilen. Und er versucht hier einfach mal noch ein bisschen sozusagen die Stellung zu blockieren, damit uns ja keiner mehr entgegenkommen kann. Und das war es jetzt auch schon mal für diesen Zug. Na gut, dann hauen wir doch mal drauf hier. Und das war's auch schon.
Beide Seiten haben wacker gekämpft. Das war hart. Ihr habt gut gekämpft für eure jungen Jahre. Danke. Moment, nein, ich meine... Ihr mögt gewonnen haben, doch ich werde mich nicht ergeben. Ihr seid mein Feind. Dein Feind? Hm? Kaiserin. Seid gegrüßt, werter Emmerich. Mama, du kennst ihn? Wir sind alte Freunde und noch ältere Verbündete. Verbündete? Please forgive me. Bitte vergebt mir, eure Eminenz. Ich dachte... Ich war im Unrecht. Natürlich könnte eine Königin von eurem Liebreiz keine solche schändliche Tat vollbringen. I'm real sorry. Mir tut's auch leid. Ich hätte euch nicht angreifen sollen. Ich habe mich sofort auf den Weg gemacht, als ich erfuhr, dass ihr wünscht, unsere Grenze zu überqueren. Es tut mir leid, dass ich nicht früher eingetroffen bin. Mein Sohn, er ist ein talentierter Kommandant, aber manchmal handelt er mit mehr Herz als Verstand. Wie dem auch sei. Ich weiß um eure missliche Lage und werde euch unterstützen. Ich nehme an, ihr habt vor, den Höllenhandschuh zu zerstören und Fürst Walder zu bezwingen. Ja. Genau. Wir können euch genug Soldaten, Seeleute und Schiffe bereitstellen, um sicher nach Helheim zu gelangen. Unsere Schiffe werden in unserem südlichen Hafen zu euch stoßen. Im Ringmeer? Unsere Flotte wird also von Meereswesen bemannt. Den fähigsten aller Seefahrer. Wir danken euch, Kaiserin. Mit den vereinten Kräften unserer beiden Nationen werden wir Walder gewiss in die Knie zwingen. Bei dem Aufruhr, der im Moment auf unserem Kontinent herrscht, versteht es sich von selbst, dass ich Himmelsang gerade nicht verlassen darf. Daher wird mein Sohn an meiner Seite statt auf eurem Feldzug begleiten. Ja, vielleicht irgendwie jetzt die Satzreihenfolge ein wenig falsch. Er wird viel von euch lernen, dessen bin ich sicher. Und im Gegenzug werdet ihr immens von seinen Talenten profitieren. Lebt wohl. Die Macht von Himmelsang ist mit euch. Und Koji, du repräsentierst dein Land und diesen Thron. Enttäusch mich nicht. This is my chance. Nein, Mama. wir dürfen ihn behalten. Thank you. Vielen Dank, Kaiserin Tenri. So, da hat's doch noch geklappt. Tenri, ich muss mit euch sprechen. Was wisst ihr über Requiem? Requiem? Gerüchte? Legenden? Eine böse Macht, ein Instrument der Zerstörung. Ein Mythos. Nein, es ist kein Mythos. Mercival zufolge nicht. Sein Geist hat uns davon erzählt. Ich bin überzeugt, dass Helheim auf der Suche danach ist. Wenn das wahr ist, müsst ihr Walder aufhalten. Den Handschuh zerstören und mit ihnen Walders Macht vernichten. Ich weiß keinen anderen Ausweg. Okay, dann gibt's wohl auch wieder einiges an Nebenmissionen hier. Zwei alte Freunde. Eine wilde Vorgeschichte. Ach so, da wird ja jetzt sicherlich nochmal erklärt. Also möglicherweise, weil er gegen die aus den Wald sozusagen so schlecht zu sprechen war. Vielleicht hatte Setsch ja hier drüben angegriffen. Das wissen wir jetzt nicht. Ist zwar relativ weit, dann wenn er von der Ostseite des Landes kommt und sein Land ja westlich davon liegt, aber nur gut. Ja, auf jeden Fall geht es dann hier weiter ins Gebirge. Und da gibt es auch noch eine Schneelandschaft mit einem Schneemann. Na gut. Okay, na gut. Auf jeden Fall, das war jetzt erstmal so ein doppelter Versuch hier, diesen Kampf doch noch zu gewinnen. Haben wir jetzt hinbekommen und ja, das reicht mir dann, denke ich, auch erstmal soweit für heute. Okay, also dann, bis dann.